Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 3. So, nach Hause gehen. Komm einfach mal nach Hause. Wie wär's, ha? Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Kommst du mit? Ja, das ist, finde ich, sehr toll, dass du mit nach Hause kommst. Dann kann ich nämlich duschen gehen. Wieso kann ich in dem Theater nichts machen? Das ist voll krass. Da kann ich einfach nichts machen. So, aha, du bist eh auch da. Sehr schön. So, und dann möchte ich hier jetzt eigentlich sowas wie ein Techtelmechtel machen. Wieso geht das nicht? Dazwischen rufen. Möchtest du übernachten? Genau, das ist mal eine gute Frage. Ich kann mit ihr aber auch keine romantische Interaktion und nichts machen, gell? Das ist mal so richtig heftig. So. Glückwunsch, eindrucksvoller, gebeten bei ihm zu übernachten. Die Party, an Party teilnehmen, das könnte ich mal machen. Christoph Hope hat mit seiner, was ohne seine Gruppe, möchtest du, dass er fortfährt? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich eher haben, dass du mit deiner Gruppe da zur Party gehst. Wenn ich jetzt so wüsste, wo die ist. Da. Also hier gleich nebenan. Ja, mit Gruppe besuchen, genau. Das möchte ich gerne. Wir brauchen unbedingt die Gruppe. Und lass uns mal rübergehen zum Nachbarn. Der macht gerade eine Party. Oh je, da ist ein kleines... Carrie Victor, oh je, ein kleines Mädchen hat er hier. Unzerstörbar rumbasteln. Ja, das ist gerade ziemlich kacke eigentlich. Schneeengelmann, Schneemann bauen mit. Iglu bauen, Baumann Iglu. Aber ich kann ja mit ihr nichts machen. Keine romantische, irgendwas, gar nichts. Freundlich. Bitten, mitzumachen. Über Arbeit diskutieren, plaudern. Über Schwachsinn reden. Who are you, Natalie Rea? Teresa Feliciano, okay. Schau, die Natalie hilft mir einfach. Cora, wieso machst du denn eigentlich nichts diesbezüglich? Das hat Spaß gemacht. Alle sind mit dem Ausflug zufrieden und möchten das gern einmal wiederholen. Sehr schön. Und sie geht jetzt einfach, gell? Ja, das finde ich toll. Das ist super. Und ich kann nirgendwo ein Techtelmechtel machen. Okay, ich war auf der Party. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich verstehe es einfach nicht. Warum kann ich kein Techtelmechtel machen? Ich rufe jetzt mal meine Putzfrau an. Wenn ich sie finde. Varania Falschgeld.
Oder, warte mal, nach Hause einladen. Ich lade die mal ein. Die Wagnerl, Carissa Wagnerl. Ich glaube, ich hatte zwar schon mal was mit ihr, aber benutzen. Hallo, anrufen. Nicht blöd rummachen, anrufen. Ich bin gerade auf der Arbeit und weiß nicht, wann ich hier fertig bin. Malenka Wucht. Dann laden wir dich halt ein. Dann gehen wir baden, duschen. Ruhig wegen Ausflippen. Sag mal, okay, warte mal, ich soll dich einfach wieder anrufen, wa? Hier, du weißt echt, wie man sich amüsiert. Einladen, nach Hause einladen. Ich hatte dich ja eigentlich vorher schon gefragt, ob du. Okay. Er ist ein bisschen komisch. Er ist ein bisschen sehr komisch. Was hat Anita bloß für ein Problem? Anita hat gar kein Problem. Reste essen, verdorbenes Essen ausräumen. Oh mein Gott. Klar, ich komme gleich rüber. Sehr schön. Wieso habe ich hier einen Zombie? Was ist das für ein Scheiß? Ah, ich könnte. Du hast es aber nicht lange gebraucht. Ich könnte aber Julius anbieten, dass er hier erstmal wohnt mit seiner Frau, gell? Bitten einzuziehen. Nee, das wär blöd. Plaudern. Diebe liegt in der Luft. Linda Ludwig. Herbeirufen, bitten zu gehen, alle bitten zu gehen. Sag mal, ich habe sicher irgendwas falsch gemacht, gell? Hier hinsitzen. Mal, durch dich werden wir jetzt erstmal herbeirufen, bitte. Dazwischen rufen? Nee, jetzt habe ich gerade keine Lust zu plaudern. Bitten zu gehen? Alter, ich kann genau gar nichts machen irgendwie. Das ist ja voll scheiße. So, warte mal. Enras. Namen locken. Story Progression. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Haushaltsoptionen? Nee, Stadtoptionen. Oder war das generell was Falsches? Enras. Wuhur. Allgemein. Menschliche Sims. Romantisches Interesse für selbstständige Sechtelmächte. Nein. Debugging aus. Aber was passt denn da jetzt schon wieder nicht? Schau, das werden wir einfach auch mal so machen. Selbstständiges Baby machen, das habe ich eh an. An,
Internet, Wuhu, Kamasimtra, risikoreich, an. Das ist auch alles an. Das gibt's nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Hund, Katze, Sims. Chance für Techtelmechtel, Pause zwischen Techtelmechtel. Selbstständige Wuhu-Nachricht an. Stolzer Gang anwenden aus. Das habe ich ausgeschalten. Genau, weil das ist mir nämlich richtig auf den Sack gegangen. Romantik. Menschliche Sims. Chance für Anziehung, Chance für Ding. Schwellwert für selbstständiges Techtelmechtel. Machen wir einfach so. Romanze zwischen nahen Verwandten erlauben aus. So. Level-Interaktion, Romanze. Okay. Level-Interaktion, Partner. Level-Interaktion in einer Beziehung, Eifersucht-Level, Mittel. Kein automatisches romantisches Aus. An. Erlaube Heirat von Tiz, bei Nachkommen aus. Selbstständig nach Aufgabe verbieten, nach Beruf verbieten. So, wieso kann ich bei ihr eigentlich nur freundliche Sachen machen? Über Arbeit diskutieren. Bitten Schneemann bauen, gemeinsam lernen, fantastisches Buch loben. Dann loben wir mal ihr fantastisches Buch. Fragen, ob sie immer gut geschlafen hat, alles Mögliche. Ich verstehe noch nicht, warum da genau gar nichts Romantisches jetzt aufleuchtet. Warum kann ich zu ihr nicht romantisch sein? Das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie für mich ein bisschen unlogisch. So, Stadtoptionen. Haushalt. Motiv, Romantik. Erlaube Teilnahme. Aktive können mieten, erwachsene Frauen, Geister, inaktive Familie, junge Erwachsene, Männer, Mumien. Obwohl, Mumien machen wir auch mal. Obdachlose, öffentliche Schule, Personal, Pferde, Plambot lassen wir, private Schule, Senioren, weibliche Senioren, Simbots, Teenager, Touristen und Vampire. Das machen wir alles an. Teilnahme machen wir jetzt auch alles an, was ich vorher gemacht habe. Männer, Mumien. Obdachlos, öffentliche Schule, bla bla, privat, Simbots nicht, die beiden. Unbegrenzt, okay. So, kann ich jetzt hier irgendwie. Nee, gell? Es geht trotzdem nach wie vor, geht's nicht. Ausflippen. Geschenk geben. Ein Apfel, Basilikum. Abschlusszwerg. Oh, wie süß. Okay, warte mal. Wir werden uns hier jetzt einfach mal entspannen. Ach, sie geht einfach schlafen. Das kann ich natürlich auch machen, ne? Tienchen Ludwig, oh, wie süß. Till ist Vater geworden, 4 Jahre und keinen Namen Tienchen, oh, wie süß. Aha, okay, sie schläft einfach. Okay, dann geh du auch einfach schlafen. Gewinne Cora als beste Freundin. Wieso geht das bei ihr nicht so, wie ich mir das vorstelle? Die folgenden Sims haben Sachen von Anita geerbt, Leon und Chesterfield. Was? Anita ist schon ziemlich alt. Alter, schlafen. Bitte geh einfach schlafen.
Anita ist schon ziemlich alt. Oh. Ich glaube, jetzt passiert dann was. Ich glaube, jetzt passiert dann was. Ich habe nämlich im Mod reingenommen, dass wenn männliche Sims entführt werden, dass die auf alle Fälle schwanger werden. Jetzt bin ich gespannt, ob der auch funktioniert. Weil das ist... Oh, okay. Er wollte die ganze Zeit mit ihr eigentlich was zusammen machen und irgendwie, ja. Was haben wir denn da? Ein kleines Kätzchen oder was? Oh, streunende Katze. Weißt du was, Katze? Du bist eigentlich irgendwie süß. Kann ich dich adoptieren? Oh, jetzt bist du weg. Ausflippen. Jetzt bin ich gespannt, ob da irgendwas passiert ist jetzt. Oh, scheinbar wurde Christoph von Außerirdischen entführt. Axane? Oh Gott. Okay. Wegen Entführung von Außerirdischen. Okay, aber jetzt ist momentan noch nichts passiert. Du sollst kein... Tschüss, ich muss gehen. Schlafen. Ja, dann geh halt. Ich dachte eigentlich, dass du wenigstens die ganze Nacht bleibst, aber ist ja wurscht. Ja, die Frage ist jetzt halt nur... Kriegen wir davon was mit oder nicht? Hm. Muss er jetzt arbeiten? Montag, 6 Stunden. Ja, muss arbeiten. Alter, der kommt ja nicht zum Schlafen, ey. Schlafen, bitte. Weißt du, zuerst kommt er nicht zum Schlafen. Also auf der einen Seite kommt er nicht zum Schlafen, weil er ständig ausflippt, weil Vollmond ist. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann, ja, ja, er kommt nicht zum Schlafen, weil er entführt wurde. Das ist super. Das ist ausgezeichnet, ist das doch. Jetzt gehst du bitte hier in Schlafen. Who's that? Elise Papas. Aha. Liebe Elise. Motorradenthusiasten freut sich. Freut euch, es gibt ein neues Mitglied in eurer Bande namens Osiris. Haltet Ausschau nach ihrem fantastischen neuen Das Ungeheuer. Anita Haupt hat vor kurzem Ben eingeladen, um die neuesten Familiengerüchte auszutauschen. Man muss sich darüber auf dem Laufenden halten, was so alles in der Familie passiert, kommandierte Anita. Jawohl. Auf dem Häusermarkt scheint es einfach nichts zu geben, was Desiree Hope und Julius Hope entsprechen würde. Daher leben sie weiterhin getrennt. Mann, das finde ich ja scheiße. Bist du jetzt schon wieder wach? Hallo, Bett, nein, nicht Bett machen, schlafen. Bitte schlaf nochmal. So, du bist richtig. Na ja, gut, okay, es geht einigermaßen. Du bist nicht komplett ausgeschlafen, aber du bist doch einigermaßen ausgeschlafen. So, aufstehen, zur Arbeit gehen.
Sag mal, muss ich dafür immer auf die Ding drücken oder was? Oh, wer bist du denn? Welche Hübsche bist du denn eigentlich? Glückwunsch, Donnergrit, einen dritten Platz bis sie. Oh, geil. Hart arbeiten, okay. Olivia und Song wurden Arm an, okay, und Adelrich uns Arm in Arm gesehen, das ist super. Ja, gut, also ob ich den Mod jetzt wirklich reingegeben habe und ob er funktioniert, werden wir dann erst sehen, wenn Christoph von der Arbeit kommt. Bis dahin werde ich mich jetzt aber erstmal verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Ich hoffe, er kann Anita vorher nochmal kennenlernen, also besuchen, besser gesagt, bevor sie stirbt. Und ja, bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.